Moin, hier ist Horst. Ja, erstmal schönen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auf meinem Kanal seid. Heute kommt nun der zweite Teil auf den Weg von Zerrentin nach Wildpolsried zur Firma Sonnen. Letzte Woche hatte ich ja das Video drin und zwar sind wir da zuerst zum Haunetal gefahren und zwar zum T&E-Magazin. Zu Timo Schad, dem Verleger, den hatte ich ein paar Fragen gestellt, Vergangenheit, Zukunft und was passiert. Das könnt ihr euch angucken, ich habe das oben hier verlinkt. Und vom Haunetal ging es dann nächsten Tag weiter nach Wilspolsried und zwar zur Firma Sonnen. Und da habe ich jetzt eure Fragen mitgenommen und die werden also heute in diesem Video beantwortet. Und als nächstes Video kommt nochmal die Firma Sonnen und zwar gucken wir uns dort einmal die Produktion an und was wird jetzt in Zukunft geschehen. Also da bin ich selbst gespannt drauf, weil ich habe die neue Produktion noch gar nicht gesehen, denn ich hatte ja im letzten Jahr schon gefilmt und ja, habt ihr vielleicht auch gesehen, ich verlinke das hier oben auch nochmal oben hier. Und ja, es soll sich viel geändert haben und es wird sich 2021 nochmal was verändern und da bin ich also wirklich gespannt drauf. Also wenn euch das jetzt interessiert, würde ich sagen, bleibt dran und schaut euch dieses Video an. Guten Morgen. Ja, wie schon gesagt, also ich bin heute bei der Firma Sonnen und möchte eure Fragen hier jetzt vorlegen. Und die wird heute Herr Bloch, der Pressesprecher von Sonnen, hier beantworten. Und er hat mir diesmal auch versprochen, dass wir nochmal durch die Produktion gehen. Und was mich jetzt umgehauen hat hier, aber gut, das erzähle ich euch nachher, müsst ihr unbedingt dranbleiben, das ist sehr interessant nachher. Also wie gesagt, ich habe ein paar Fragen von euch und zwar sind auch einige Fragen per Mail gekommen. Ich hätte natürlich das viel lieber gehabt, wenn ihr das unten in den Kommentaren reingeschrieben hättet, aber gut, ich habe die trotzdem hier. Herr Bloch, ich habe hier einmal von Andreas drei Fragen und zwar Servus Horst, höchstwahrscheinlich kommt er jetzt aus Österreich oder Bayern, ja. Weil wir sagen ja Moin bei uns im Norden. Hier ist durchaus Servusland. Und zwar werden die Kunden, welche den alten Vertrag haben, nun gekündigt oder dürfen die diesen Vertrag weiterhin benutzen, das heißt also so wie ich bei der Eco 8? Genau, also die Sonnenflat gibt es ja in ihrer Form, in der Sonnenflat Home. Schon seit 4 Jahren, da muss man ja mal sagen, das ist schon eine relativ lange Zeit, dass dass ein Stromvertrag so stabil über so eine Zeit bleibt und es wird niemand gekündigt aus der Sonnenflat. Diesen Vertrag gibt es weiterhin für die Kunden, die da schon drin sind. Man muss vielleicht dazu sagen, wir bewegen uns natürlich nicht im luftleeren Raum. Es kommen natürlich immer mal so Abgaben dazu, sei es auf der Netzseite, sei es bei den Steuern oder wo auch immer, wo sich dann die Rahmenbedingungen außen etwas ändern könnten, sodass man natürlich so eine Stabilität nicht für immer garantieren kann. Das ist ja ganz klar, das kann glaube ich niemand. Aber wie gesagt, dieser Stromvertrag ist nach wie vor aktuell für die Kunden. Naja, also aber normal, wenn jetzt Netzbetreiber jetzt was erhöhen, dann muss das natürlich nachher irgendwo weitergegeben werden. Ne? Das ist aber glaube ich jetzt auch genau. So normal. Stromvertrag, wer jetzt also gar keine Photovoltaik hat, wenn da der Netzbetreiber erhöht, wird das ja auch umgelegt. Die zweite Frage von Andreas war mit der App und zwar wird das noch weiterentwickelt? Stichwort zum Beispiel CSV, weiß ich, dass man die CSV-Dateien, die könnt ihr unter eurem eigenen Account bei Sonnen runterladen. Das heißt, ihr meldet euch an. Und da sind auch CSV-Dateien enthalten, die ihr euch runterladen könnt. Da steht also genau drin, was geladen wurde, wie viel geladen wurde, um wie viel Uhr und welche Sekunden und was weiß ich. Also ich habe da selber mal reingeguckt. Dann habe ich nochmal die Lade- und Entladeleistung der Batterie. Da hatte ich aber selber schon mal bei Sonnen angerufen und die konnten mir jetzt zurzeit nicht sagen, ob das wieder reinkommt oder nicht. Das können wir aber nochmal wieder nachliefern. Das ist also kein Problem.
Und ansonsten die Vision 2030. Ja, Vision 2030. Ich denke, da sollten wir auch, oder wollten Sie da was zu sagen? Oder soll ich da nachher das, was wir draußen schon gemacht haben, ist ja eigentlich schon, naja, das ist ja schon 2021 die Vision. Ne? Wenn Sie da was zu sagen können, wäre das ganz gut. Vision 2030. Vision 2030, es ist natürlich klar, dass die Entwicklung, die das Energiesystem momentan geht, also immer sauberer, immer dezentraler und immer digitaler, dass die natürlich weitergehen wird. Und Sonnen ist hier, denke ich mal, schon technologisch sehr weit vorn und denkt sicherlich auch ein Stück weit in die Zukunft. Und mit unseren Technologien, der Speichertechnologie, der Vernetzung, dem virtuellen Kraftwerk und so weiter, denke ich mal, setzen wir schon auch Trends für die Zukunft, die wir natürlich jetzt in den nächsten Jahren weiter ausbauen wollen und weiter in die Masse bringen wollen. Und das muss ja am Ende auch das Ziel sein, dass man solche Technologien nicht nur einer kleinen Anzahl von Menschen zur Verfügung stellt, sondern dass man es wirklich in die Masse bringt. Nur dann hat es ja wirklich einen Effekt. Und das, denke ich mal, ist unser Ziel. Und dass wir dann natürlich auch den Weg, den wir bisher gegangen sind, fortsetzen. Auch, dass wir uns gerade als Energieversorger aufstellen, als neuer Energieversorger für ein neues Energiesystem und hier unseren Weg auch einfach konsequent weitergehen und dann in 10 Jahren natürlich zu den relevanten Energieversorgern in Deutschland gehören. Ja, jetzt kommen wir zu unserem Freund Andreas Fendt, der lange nicht mehr bei mir irgendwas auf dem Kanal geschrieben hat, aber er hat jetzt mitgekriegt, dass ich wieder nach Wildpolsried fahre und hier bei der Firma Sonnen bin. Und er hat auch 2 Fragen. Und zwar, was sagt die Firma Sonnen zu den Prosumer-Vorschlägen der Bundesnetzagentur und was zu der Aussage im Speicherpapier der Bundesnetzagentur aus März 2020, Zitat, die vielfältig diskutierte Regelenergie Erbringung aus privaten Batteriespeichern findet in der Praxis nicht statt. Meine Güte, das war ein schwieriges Wort. Ja, genau, dann würde ich vielleicht gleich mal mit der 2. Frage anfangen. Ja. Man sieht, das ist ein komplexes Thema, schon an der Aussprache. Sonnen ist ja schon ein Unternehmen, was, denke ich mal, in die Zukunft denkt und auch immer neue Technologien bringt. Vielleicht gehen in Bonn die Uhren ein bisschen langsamer. Und wenn man jetzt beides zusammennimmt, können da vielleicht an der einen oder anderen Stelle Missverständnisse entstehen. Aber mal ganz im Ernst, wir sind seit November 2018 mit unserem virtuellen Batteriepool präqualifiziert für die Erbringung von Regelleistung. Wir machen das eigentlich nahezu jeden Tag. Das ist Tagesgeschäft von uns. Insofern können wir uns jetzt diese Aussage auch nicht ganz erklären. Vielleicht, das Papier kommt aus dem März, vielleicht hängt es irgendwie mit dem Karneval zusammen. Aber wir... Wie gesagt, das ist für uns Tagesgeschäft und ganz normaler Bestandteil unseres Unternehmens. Aha. Und mit der 1. Frage, Prosumer. Was halten wir von den Vorschlägen der Bundesnetz, von den Prosumer-Vorschlägen der Bundesnetzagentur? Wir halten sie kurz gesagt für überflüssig. Warum ist das so? Man hat ja schon in den letzten Jahren gesehen, der Trend und auch der Anreiz für die Leute ist halt sehr, sehr stark der Eigenverbrauch von selbst erzeugtem Solarstrom geworden. Die Leute wollen einfach die Energiewende selbst in die Hand nehmen. Und sie wollen ihren eigenen Strom erzeugern, speichern, sie wollen sich vernetzen, sie wollen ihr Elektroauto damit laden, ihre Wärmepumpe damit betreiben. Und diese Energiewende des Mitmachens ist ja das, was am Ende den Erfolg ausmachen wird. Und dieses Selbermachen, das muss sich einfach lohnen und das muss vor allen Dingen auch einfach sein. Und die Bundesnetzagentur sagt jetzt kurz zusammengefasst mit den Vorschlägen, ja, im Prinzip verschiedene Dinge. Zum einen, dass es am besten ist, wenn die Leute einfach voll einspeisen ins Netz, wie gehabt, und damit dann auch den Strom natürlich aus dem Netz kaufen, dass quasi alles ein bisschen bleibt wie bisher. Oder dass jemand, der jetzt wirklich Eigenverbrauch machen will, der wird dann halt zum virtuellen Volleinspeiser. Das heißt, der kann seine Anlage gern so verkabeln, dass er Eigenverbrauch macht und den Strom auch verbrauchen. Aber am Ende des Jahres wird er halt so abgerechnet, als hätte er seinen ganzen Strom aus dem Netz bezogen. Und da geht jetzt natürlich auch der Anreiz verloren, ganz klar. Und wer dann wirklich, wirklich noch Eigenverbrauch machen möchte, der muss sich einen Direktvermarkter suchen, der muss viertelstündlich bilanzieren.
Und da fehlen uns einfach die Vorschläge von der Bundesnetzagentur, wie sowas dann kundenfreundlich und einfach und vor allen Dingen auch wirtschaftlich abgehandelt werden soll. Also im Prinzip sind diese Vorschläge so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was die Kunden wollen. Und was kann man da machen? Wir verfolgen da momentan genau zwei Ansätze. Die Direktvermarktung, die ja in erster Linie für gewerbliche und industrielle Anwender gemacht wird, oder dabei gehen wir der Frage nach, wie die Direktvermarktung, die in erster Linie für industrielle und gewerbliche Anwender gemacht ist, wie man die so weit vereinfachen kann, dass es halt auch für den Haushalt sinnvoll und wirtschaftlich attraktiv wird, da mitzumachen. Und da haben wir mit der kleinen Direktvermarktung zusammen mit anderen Unternehmen, wie zum Beispiel NBAM, NBW, Zenec, Tesla, haben wir zusammen einen Vorschlag unterbreitet, an die Politik auch, und dort ein Konzept beschrieben, wie man diese Direktvermarktung deutlich vereinfachen kann, sodass sie sich für den Endkunden auch lohnt, sodass der Aufwand, die Kosten, die damit zusammenhängen, dass sie die Gewinne aus der Direktvermarktung nicht auffressen. Das muss ja das Ziel am Ende sein, dass das alles sehr kundenfreundlich, einfach und wirtschaftlich wird. Das steht in diesem Vorschlag kurz gefasst drin. Also wir haben ja wirklich einen pragmatischen, lösungsorientierten Vorschlag mit der Wirtschaft und an die Politik zusammen gemacht. Und zum Zweiten sind wir auch auf der Marktseite aktiv. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, wir haben ja mit der Sonnenflat direkt jetzt einen Stromvertrag angeboten seit Juli, der sich wirklich ganz konkret an die Besitzer von Anlagen richtet, die aus der EEG-Vergütung fallen. Wir machen denen hier ein ganz konkretes Angebot zusammen mit einer Sonnenbatterie, zusammen mit der Direktvermarktung und als Bestandteil unseres virtuellen Kraftwerks. Das ist quasi ein Stromvertrag, der da auf drei Beinen steht und wie die Sonnenflat ja am Ende auch. Und damit ist das für viele dieser Menschen heute schon und nach den heutigen regulatorischen Rahmenbedingungen schon sehr wirtschaftlich möglich, dann ihre Anlage dann auch ohne viel Aufwand weiter zu betreiben. Das ist halt unser Ansatz in dem Moment, dass wir halt einmal auf der Marktseite und einmal auf der wirtschaftlich-politischen Seite hier mit konkreten Vorschlägen und konkreten Vorgehensweisen vorgehen. Also wie gesagt, wenn ihr da nachher noch Fragen zu habt, also bitte unten in die Kommentare rein, ich leite das weiter, wer sich dafür interessiert, und ich finde das einen interessanten Ansatzpunkt. Dann haben wir hier Pöhlein 2006 heißt er. Hallo Horst, kannst du bitte mal fragen, was Sonnen zu den Vorschlägen der Bundesnetzagentur, ja, das haben wir ja eigentlich schon gemerkt, für ausgeförderte PV-Anlagen, das ist genau das, was wir jetzt eben gerade besprochen hätten. Brauchen wir also nicht. Sonnen haben zwar vor kurzem ein Video für solche Anlagen vorgestellt, aber das betrifft jetzt wahrscheinlich Neuanlagen dann, ne? Habt ihr da so ein Video rausgebracht? Ich glaube, er meint damit auch die Sonnenflat direkt. Und ja, da genau. Muss man vielleicht ganz kurz sagen, dass diese jetzt unabhängig davon, was die Politik nun entscheiden wird in Bezug auf diese Anlagen, dass dieses Modell natürlich nach den heutigen rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen heute schon funktioniert. Okay. Es kann natürlich, wenn jetzt direkt die Vermarktung weiter vereinfacht werden würde, wird dieses Modell natürlich umso lukrativer dann auch für die Besitzer solcher Anlagen, solcher Altanlagen. Ja. Aber das ist heute schon wirtschaftlich, und wenn jetzt eine Art von Vereinfachung noch stattfinden wird, zum Beispiel gibt es ja noch diese Umlage auf den anteilige EEG-Umlage auf den selbst verbrauchten Solarstrom für diese Anlagen, die aus der EEG-Vergütung fallen, wenn sowas zum Beispiel abgeschafft werden würde und es damit vereinfacht werden würde, dann wird das natürlich noch wirtschaftlicher und interessanter für den Kunden. Okay, ich glaube, das ist alles nur für mich jetzt hier gewesen. Achso, wenn dieses Prosumer-Modell so kommen würde, wäre das Ende der Speicherhersteller. Ja, okay, das ist aber jetzt schon beantwortet. Ne? Oder ich glaube, das haben wir beantwortet. Genau. Dann habe ich Dell Nest, die hatten wir, glaube ich, auch schon. Im letzten Jahr war ich ja schon mal hier. Ich glaube, da war auch schon mal was. Und zwar hat eine Frage, super, kannst du fragen, bis wann die Sonnenflat nach Österreich kommt? Habt ihr die noch nicht in Österreich? Also wir haben die Sonnenflat leider noch nicht in Österreich. Man muss ja, wenn man sich die Sonnenflat anschaut, das ist ja ein Stromvertrag, der quasi viele Dinge beinhaltet. Stromsharing, virtuelles Kraftwerk, Eigenverbrauch und so weiter, und der hängt natürlich immer sehr stark an den jeweiligen regulatorischen und marktseitigen Bedingungen, die es in jedem Land gibt, und wir beobachten das natürlich, weil diese Bedingungen ändern sich hin und wieder auch mal, aber das macht natürlich, oder kurz gesagt, deswegen können wir das halt in Österreich momentan noch nicht anbieten, weil die Bedingungen dafür für uns noch nicht gegeben sind, ja. Für die Sonnenflat.
Ja, schade. Schade, kommt vielleicht noch. Jetzt habe ich hier so einen Reklamationsfall, hat aber nur was mit der App zu tun. Und zwar, ich habe die neueste Sonnenbatterie installiert, aber leider funktioniert die Sonnen-App derzeit nicht. Nach mehrmaligen Reklamationen noch immer nicht. Sonnenbatterie funktioniert. Liebe Grüße aus Österreich. Genau, also zu dem Thema muss man vielleicht auch dazu sagen, das ist uns bekannt. Datenübertragung zusammen, dass bei bestimmten Kunden Datenlücken auftreten können in der Produktion oder auch beim Verbrauch, was dann wiederum diese in der Wahrnehmung zu einer Fehlfunktion der App führen kann, was vielleicht auch dazu führen kann, dass die App in der Historie betrachtet, in der Verbrauchs- oder Erzeugungshistorie, Daten haben kann, die etwas kleiner oder größer sind als in Wirklichkeit. Und wir haben ja aber wirklich jetzt in den letzten Monaten schon sehr viel Entwicklungskapazität und auch reingesteckt und massiv investiert. Wir arbeiten wirklich mit Hochdruck daran, dass wir dieses Problem in relativ kurzer Zeit beheben und sind sehr optimistisch, dass man das jetzt in den nächsten Wochen auch zu gewohnter Stabilität bei den Leuten, wo es halt auftritt, wieder verhelfen können. Und was man vielleicht nochmal dazu sagen muss, es betrifft wirklich nur die Datenübertragung, jetzt nicht irgendwelche Funktionen von Sonnenbatterie oder PV-Anlagen, es ist wirklich bloß, es kann zu Problemen bei der Datendarstellung kommen. Ja, also die Daten, die stimmen schon, das habe ich, wenn es bei mir mal weggeht, sehe ich aber auch, dass es, wenn es dann wieder da ist, dass es durchläuft. Aber genau, das ist ja, wie gesagt, das ist jetzt ein Problem, das tritt hier und da auf, das kennen wir und wir arbeiten wirklich daran und für die Leute, die es betrifft, ist es natürlich ein bisschen ärgerlich und das ist auch nicht unser Anspruch, dass wir den Kunden ein Portal bieten, wo quasi hier und da mal eine Datenlücke auftaucht, das wollen wir nicht und wie gesagt, wir werden das, denke ich mal, in nächster Zeit wieder zur gewohnter Stabilität zurückführen. Ja, dann habe ich hier nochmal eine Frage von Stefan Schwiekert und zwar, vor 3 Minuten steht hier, das ist der Kommentar ist vor 3 Minuten geschrieben, also als er geschrieben wurde. Das ist ja nahezu live hier. Ja. Kommt eine neue intelligente Wallbox, die gezielt Überschuss PV laden kann? Also unsere intelligente Wallbox Sonnencharger, die gibt es ja schon und die hat auch den Smart Mode. Und genau dort kann ich, wenn ich jetzt eigene Energie aktiviere, auch gezielt den Überschuss der PV-Anlage laden. Und wenn jetzt nicht genügend PV-Überschuss da ist, dann pausiert er quasi. Also dann lade ich mein Auto wirklich nur mit der eigenen Energie. Und dazu muss allerdings erstmal die Mindestladeleistung des Autos erreicht sein. Mhm. Das ist ja ganz klar. Das sieht man auch, das kann man auch auf den Kurven dann ganz gut sehen, auf den Erzeugungsverbrauchskurven, dass dann quasi das Auto, sobald die PV-Anlage die Mindestleistung erreicht hat, dann fast, wenn jetzt zum Beispiel wenig Verbrauch im Haushalt ist, fast schon die Ladekurve, die solare Ladekurve nachfährt und dann quasi dann wieder stoppt, wenn die Leistung wieder unter die Mindestleistung, Mindestladeleistung des Autos abfällt. Also das ist eine Option, die wir mit dem Smart Mode anbieten. Kann die Sonnenbatterie gezielt ins Auto entladen. Man muss vielleicht dazu sagen, dass die Sonnenbatterie natürlich den Eigenverbrauch im Haushalt optimiert. Mit dem Sonnencharger bindet sie dann in diese Eigenverbrauchsoptimierung natürlich dann auch das Elektroauto mit ein. Und dann kommen natürlich die ganzen anderen Komponenten dazu, wie ist der Verbrauch im Haushalt, wie ist das Wetter, wie ist die Erzeugungsprognose und so weiter. Wird dann das Auto entsprechend eingezogen und einbezogen und entsprechend geladen. Das heißt, dass das Auto dann zum Beispiel vorzugsweise von der PV-Anlage geladen wird, dass natürlich auch die Batterie das Auto mitladen kann, dass es einspringen kann, zum Beispiel das ist zum Beispiel ganz oft so, wenn jetzt so ein paar Wolken durchziehen und dann die PV-Leistung allein nicht mehr ausreicht, dann springt zum Beispiel die Batterie mit ein. Das sehen wir recht häufig, aber dass jetzt eine komplette Entladung der Batterie ins Auto stattfindet, diese Funktion ist nicht vorgesehen, das wollen auch die Leute gar nicht, das ist zumindest die Rückmeldung, die wir bekommen haben, dass die Menschen, dass die Kunden nicht wollen, dass die Batterie quasi vom Auto komplett leergesaugt wird. Also man muss das Auto dann immer im Zusammenhang mit der Eigenverbrauchsoptimierung des gesamten Haushalts sehen. Gut, dann haben wir wieder eins per Mail bekommen. Ich würde gerne wissen, wie das mit der Sonnendrive funktioniert.
Er hat zwar schon ein Video darüber gesehen, aber er steigt da nicht ganz durch. Können Sie da was darüber erzählen? Das ist natürlich schade, wenn er unser Erklärvideo gesehen hat und trotzdem noch Fragen hat. Aber im Ernst, Sonnendrive ist eigentlich, richtet sich ja an die Leute, die gerade noch ein bisschen unschlüssig sind, ob sie jetzt den Weg in die Elektromobilität gehen wollen oder nicht. Es ist ja auch eine nicht ganz kleine Investition, die da zu tätigen ist, oder man muss sich mit einem Leasingvertrag jetzt irgendwie für 3 Jahre festlegen und dann die entsprechenden Raten auch zahlen. Und da haben wir mit Sonnendrive jetzt ein Abo, ein All-Inclusive-Abo für Elektroautos verschiedener Hersteller. Und da gibt es die Möglichkeit, dass man sich für sehr kurze Zeiträume, ab 6 Monate, so ein Auto abonnieren kann. Die Rate, die dann dort aufgeführt ist, beinhaltet quasi schon alles, was da irgendwie noch dazukommen kann, sei es Versicherung, sei es die jahreszeitgerechte Bereifung oder was auch immer. Es ist also auch eine sehr, sehr transparente Rate, was man jetzt bei den Leasingverträgen in der Regel auch nicht unbedingt hat, weil da ja irgendwie dann noch zu dem eigentlichen Preis andere Sachen wie Anmeldegebühr oder was auch immer dazukommen kann. Und damit möchten wir halt ein sehr, sehr einfaches Angebot und ein sehr unverbindliches Angebot den Leuten auch machen, um da die Elektromobilität einfach mal auszutesten, zu schauen, ist das was für mich oder nicht. Und der Weg dahin ist eigentlich ganz einfach. Es geht für Kunden von Sonnen, die können über ihr Kundenportal dort einfach Zugriff drauf haben. Wer noch nicht Kunde von Sonnen ist, der kann unsere Sonnen-Community quasi auch über einen Stromvertrag oder kann sich an unserer Sonnen-Community auch über einen Stromvertrag, über einen einfachen, also ähnlich wie ein normaler Ökostromvertrag beteiligen. Das heißt, er zahlt einen monatlichen Betrag und seine Kilowattstunden und ist dann Teil der Sonnen-Community, weil er ja den Strom aus der Sonnen-Community abnimmt. Und damit kann ich dann auch das Sonnen-Drive-Angebot nutzen. Und wenn ich dann in dem Webshop bin, ist es eigentlich auch nicht so viel anders, als wenn ich jetzt in einem Online-Versand wie Amazon oder was auch immer mir etwas bestelle. Das ist eigentlich auch der Weg recht einfach. Ja. Und wenn es dann noch konkrete Fragen gibt, einfach gern Kontakt aufnehmen. Mhm. So, jetzt habe ich ein bisschen was Längeres. Muss ich jetzt erstmal gucken. Und zwar Pöhlein 2006 schreibt: Hallo Horst, mir sind noch 2 Fragen eingefallen. Erstens, bei mir im Zählerschrank sind extra 2 Plätze geschaffen worden: einer für einen Smart Meter und einer für ein Smart Grid. Seit Inbetriebnahme der PV-Anlage am 13.09.19 habe ich den 2-Richtung-Zähler von meinem Grundversorger am Laufen. Für den muss ich monatlich eine Grundgebühr bezahlen. Also ich glaube es nicht, denn ich bezahle es auch nicht. Das habe ich mit der Sonnen-Community, dem Beitrag, ist da eigentlich der Zähler mit drin, ne? Oder? Ja, das ist erstmal soweit zu großen Teilen alles richtig, was der Herr Pöhlein schreibt. Mit dem 2-Richtungszähler kann er schon mal die PV-Anlage und die Sonnenbatterie entsprechend nutzen. Und vollkommen richtig ist dort auch sein Zählerschrank für den zusätzlichen Zähler vorbereitet, der dann für unser Messkonzept, für die Sonnenflat, dann noch notwendig sein wird. Ich will kurz ein bisschen erklären, warum das so ist. Wir möchten ja mit unserem Messkonzept, das wir für die Sonnenflat benötigen, den Kunden natürlich immer die neueste Technologie, die neueste Messtechnologie anbieten. Wir haben ja in der Vergangenheit dafür die sogenannten RLM-Zähler verwendet. Als dann Mitte, Ende letzten Jahres absehbar war, dass die BSI-zertifizierten intelligenten Messsysteme IMSIS, dass die tatsächlich auch kommen. Immer weiter jetzt. Dass die tatsächlich auch kommen, haben wir uns dazu entschlossen, dann auch zukünftig diese Zähler zu verwenden. Deswegen haben wir dann jetzt im Frühjahr damit begonnen, die ersten solcher intelligenten Messsysteme bei den ersten Kunden zu installieren und fahren jetzt diese Installationskapazitäten hoch, auch für andere Netzgebiete. Es kann also durchaus noch eine Weile dauern, bis der Herr Pöhlein dann diesen zusätzlichen Zähler bekommt, den er dann für die Sonnenflat benötigt. Man muss aber dazu sagen, jeder, der die Sonnenflat hat, bekommt auch die Leistung daraus. Also ob er jetzt diesen Zähler jetzt schon nun hat oder noch nicht, er bekommt die Leistung, er hat keinen wirtschaftlichen oder finanziellen Nachteil dadurch. Warum er jetzt für den 2-Richtungszähler noch etwas zahlen muss, normalerweise ist es so, wenn die Belieferung von Strom über die Sonnenflat beim Kunden startet,
trägt Sonnen ab diesem Zeitpunkt die Gebühren für den Zwei-Richtungszähler. Wenn er weiterhin eine Rechnung von seinem Netzbetreiber bekommt, bitte gern mal an uns wenden, dann klären wir das mal. Vielleicht ist in dem Zusammenhang noch wichtig zu sagen, es betrifft hier wirklich nur den Zwei-Richtungszähler, da fallen jetzt keine anderen Zähler wie ein Produktionszähler oder was auch immer mit rein, es betrifft jetzt nur den Zwei-Richtungszähler. Also wie gesagt, einfach mal bei Sonnen hier dieses rüberbringen, vielleicht auch mal die Rechnung einscannen und per Mail rüberschicken. Und wenn ich irgendwie was vermitteln soll, einfach mich auch nochmal anschreiben oder so, dann können wir das nachher anschließend auch nochmal machen. Ne? Also jetzt geht es auch noch weiter, hätte ich noch mehr. Ich dachte, diese Zähler, vorübergehend im Betrieb von Sonnentausch, okay, das hatten wir. Das ist, also wie gesagt, ich habe ihn auch noch nicht. Ich warte auch jetzt schon 1,5 Jahre, aber die Abrechnung erfolgt ja im Moment zwischen, mit dem Zwei-Richtung-Zähler und also ist eigentlich egal, ob er jetzt drin ist oder nicht, und ich habe das jetzt. Also für den Kunden entsteht wirklich keinerlei Nachteil dadurch. Das habe ich auch mitgekriegt da. Nachfrage bei Sonnen im November wurde mir gesagt und so weiter. Ja, das hatten wir. Hast du schon den Stromzähler? Nein, habe ich nicht. Habe ich jetzt auch gerade gesagt. Wie gesagt, ich habe den Zähler auch noch nicht. Zweitens, bei mir ist die Anzeige der erzeugten Kilowattstunden zwischen dem, was die Fronius-Wechselrichter-App anzeigt. Also, ja gut, der Unterschied jetzt zwischen App und den Fronius-Wechselrichter oder sonst irgendwie welchen Wechselrichter, so wie bei mir auch, ist unterschiedlich. Früher war es noch mehr, heute ist es eigentlich schon sehr gut und hier sind es aber 500 Kilowattstunden. Von da jetzt irgendwie schon mal was in Erfahrung bringen können, dass diese Lücken jetzt auftauchen, oder liegt das jetzt auch daran, dass dieses Netz weiter ausgebaut wird? Genau, wie gesagt, das, einen Teil der Antwort habe ich, glaube ich, schon gegeben. Wir haben ja, wie gesagt, arbeiten gerade wirklich sehr intensiv an der Geschichte, dass bei einigen Kunden Datenlücken auftreten können. Das kann zum Beispiel bei ihm auch der Fall sein, dass man dann in der App, dass die App dann eine geringere Produktion anzeigt, als es vielleicht der Wechselrichter tut. Aber wie gesagt, das hat wirklich nur mit der Darstellung der Daten innerhalb der App oder des Kundenportals von der Sonnenbatterie zu tun. Das hat jetzt keinerlei Auswirkungen auf die Funktion des Wechselrichters, der Batterie, der PV-Anlage oder auf die Abrechnung selbst, weil die Abrechnung erfolgt ja nur durch geeichte Zähler und die haben ja die korrekten Daten immer zur Verfügung. Was man vielleicht grundsätzlich noch sagen muss, das ist, wenn man verschiedene Messverfahren, verschiedene Messpunkte hat, dass die natürlich auch unterschiedliche Messtoleranzen haben. Also dass es eine Abweichung grundsätzlich gibt zwischen verschiedenen Zählern, das liegt in der Natur der Sache. Das ist einfach so. Diese Unregelmäßigkeiten, die wird es immer geben. Das liegt, wie gesagt, daran, dass verschiedene Zähler verschiedene Messtoleranzen haben und die können sich dann gegenseitig aufheben oder aufsummieren und da kann es dann immer zwangsläufig zur Abweichung kommen. Ja, also wie gesagt, ich habe zu Hause ja auch, dass es Unterschiede gibt und ich schreibe mir das ja monatlich immer auf und ich suche mir das nicht aus der App raus, sondern ich gehe zu meinem Wechselrichter und rufe den Monatsertrag raus und den schreibe ich bei mir ein und gehe in den Zwei-Richtungszähler rein und sehe genau, was habe ich ins Netz eingespeist und was habe ich aus dem Netz bekommen, und diese Zahlen, das sind eigentlich die Abrechnung, die richtigen Abrechnungszahlen, und die App ist jetzt eigentlich nur so ein Hinweis darauf. So sehe ich das. Genau, die App, die basiert wie gesagt auf einer eigenen Messung von uns, die ist auch in der Regel sehr, sehr zuverlässig und sehr gut, aber wie gesagt, es kann momentan bei dem einen oder anderen Kunden leider vorkommen, dass es hier und da ein paar Datenlücken gibt, die an der Datenverarbeitung hängen, die wirklich nur das Portal betreffen und deswegen vielleicht die Daten nicht ganz korrekt anzeigen. Also wie gesagt, Abrechnung immer über den Wechselrichter und über den Zwei-Richtung-Zähler. Ja, wir kommen jetzt. Alles klar? Okay.
Gerade Bescheid gesagt, dass wir mal kurz rausgucken sollen aufs neue Gelände, was natürlich sehr interessant ist. Also ich habe hier noch zwei, drei Sachen, die werde ich dann aber die werde ich hier lassen und ich kriege dann noch eine Antwort und die werde ich dann in einem Video wiedergeben, dann höchstwahrscheinlich so 14 Tage, drei Wochen. Also wie gesagt, nicht böse sein, ich habe hier noch ein bisschen was, aber wir haben auch nicht so viel Zeit oder vielmehr die Leute von Sonnen müssen natürlich auch weiterarbeiten und in der Corona-Zeit natürlich sind die auch nicht alle voll belegt. Wie gesagt, Rest kommt und wir gehen jetzt kurz einmal raus, ne? Und gucken uns. Ja genau, dann gehen wir zu der nächsten Station. Das neue Haus, also das ist wirklich interessant, bleibt dran. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch und lasst Kommentare unten. Ich werde alle Kommentare auf alle Fälle beantworten. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich freuen über ein Abo. Und vergesst nicht unten die Glocke zu klicken, dann bekommt ihr automatisch Bescheid, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Also erstmal schönen Dank, dass ihr bis zum Ende durchgeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Euer Horst. Genau. So, und das war es dann erstmal.